Für die burgenländische Theatermacherin Karin Schäfer neigt sich ein arbeitsreiches Jahr dem Ende zu. Im Sommer hat sie in Neusiedl am See das Figurentheaterfestival Panoptikum organisiert. Jetzt bereitet sie in ihrem Atelier am Friedrichshof in Zurndorf gerade die nächste Premiere vor. In Cheng He erzählt Karin Schäfer die Geschichte eines chinesischen Seefahrers in einer ausgefallenen Kombination von Trickfilm und Puppenspiel. Karin Schäfers Atelier am Friedrichshof ist Werkstätte und Probebühne. Hier fertigt sie die charaktervollen Puppen für ihre selbstentwickelten Theaterstücke. Hier tüftelt sie mit ihrem Kompagnon Peter Hauptmann an der Abstimmung der Handlungsabläufe. Die Verbindung von Figurenspiel und Video ist dabei eine echte Herausforderung. Das Zweidimensionale mit dem Dreidimensionalen zu kombinieren und das wirklich in Aktion zu setzen, in Dialogform. Und es hat sich dann im Laufe der Arbeit herausgestellt, dass das natürlich eine unglaubliche Fitzelarbeit ist. Und wir haben diese Produktion zu zweit gemacht und eigentlich müsste da ein Team von 25 Leuten beschäftigt sein. Karin Schäfer erzählt die Geschichte des chinesischen Entdeckers Cheng He, der noch vor Christoph Kolumbus die Weltmeere bereiste und unterschiedlichste Länder erforschte. In vier verschiedenen Sprachen, darunter Chinesisch und Swahili, spricht die Figurenspielerin dabei ihre Dialoge. Habana! Habana! Siu gama iu! Siu nam joro! Prinzipiell ist mir wichtig, so einen Moment aufzuzeigen, einerseits auf humorvolle Art, auf visuelle Art. Was passiert, wenn sich zwei Menschen begegnen, die eine komplett andere Sprache sprechen und die aus zwei völlig verschiedenen Kulturkreisen stammen? Kinder ab 7, aber auch Erwachsene, die das Staunen noch nicht verlernt haben, werden an den fantasievoll umgesetzten Abenteuern des Cheng He ihre Freude haben. Premiere hat Karin Schäfers Figurentheaterstück übrigens morgen im Theater Dschungel in Wien.